Fast überall in der Welt. Ich kann mir vorstellen, dass Sie kein Privatleben mehr haben. Haben Sie nicht den Wunsch, einmal allein zu sein und vor allem nicht erkannt zu werden als Mireille Mathieu? Ou surtout de ne pas être reconnue comme Mireille Mathieu. Ich bin sehr glücklich, sagt Mireille, diesen herrlichen Beruf zu haben. Sie sind sehr jung, 19 Jahre. Das ist zum Beispiel die Zeit, in der man sich verliebt. Glauben Sie nicht, etwas Wesentliches zu versäumen? Am 22. Juli werde ich 20, erzählt Mireille. Es fehlt mir nichts, da meine große Liebe dem Chanson gehört. Aber vielleicht bin ich in irgendjemand verliebt, doch das ist meine Privatsache. Oui, c'est vrai. Vous venez d'une famille avec beaucoup d'enfants. Sie kommen aus einer Familie, wo es sehr, sehr viele Kinder gibt. Ich glaube, dass Sie jetzt 13 Geschwister haben. Mireille erzählt, dass sie soeben einen kleinen Bruder bekommen hat. Sie selbst will zwar auch Kinder haben, aber nicht ganz so viel wie die Eltern. Mireille Mathieu, man nennt sie eine zweite Piaf. Was sagt sie selbst dazu? Es gibt nur eine Edith Piaf, sagt sie. Niemand wird sie je ersetzen können. Ich bin Mireille Mathieu. Ich weiß, dass ich noch viel zu lernen habe. Merci et au revoir, mes chers amis. Sonnenschein und Martin. Und wenn wir schon eine Paris-Sendung machen, dann darf nicht fehlen hinter den Kulissen von Paris. Die Aufnahme ist auch schon etwa 20 Jahre alt. Hinter den Kulissen von Paris, denn dort ist das wahre Paradies. Und ewig fließt die Seine und ewig ist l'amour. Hinter den Kulissen.